Kontakt vom Crossbow aufgenommen, Wurf an die erste Base und da ist das erste aus für die San Johannes. Swing and a Miss. Schöne Kurve von Yannick zum zweiten aus. Stolen Base, er versucht's und er ist aus! Schöner Wurf von Rippy, unserem neuen Catcher. Wieder Big Kontakt. Ball ist in der Luft und er ist gefallen. Das ist mindestens mal ein Double. Der Centerfielder hat den Ball, wirft ihn rein. Florian auf dem Weg zur dritten Base und sicher! Lead off Dribble vom Captain! Auch ein Kontakt. Der geht auch wieder ins Outfield. Das heißt, mindestens einer geht durch. Oh, der Ball ist weg! Oh mein Gott, was für ein Start! Dribble von Captain und dann ein Home Run von unserem Pitcher! Saloy geht in Führung! 2:0! Oh, David mit einem Kontakt. Der geht auch. Der landet. Und der geht am Right Fielder vorbei. Ruffy gibt Gas und ist vorm Ball da. Und David kann daraufhin zur Second Base. Auch wieder Kontakt von Ander. Der landet auch wieder. Base Hit nach Base Hit nach Base Hit. Von Ruffy. Der fällt. Ein Run kommt nach Hause. Zweiter Run kommt nach Hause und Yannick steht an der dritten Base. Und Yannick kommt nach Hause. Perfekt. Kontakt von Max und auch der fällt. Der fällt und der rollt weit. Der ist am Zaun. Und das ist ein RBI für Max. Er gibt Gas, er gibt Gummi. Der Wurf kommt an die dritte Base. Der Ball geht rein, Yannick nimmt ihn auf, ein einfacher Wurf an die erste Base, zum zweiten aus. Bereit für den nächsten Pitch. Oh ja, Swing and a Miss und da hat er ihn, drittes aus. Die Gäste bleiben erfolgslos und wir gehen in die Offensive. Jetzt aber ein Kontakt. Der ist safe. Peter geht weiter zur dritten Base. Und da haben sie ihn erwischt. Kontakt. Der geht durch das Infield durch. Läufer auf 2, Läufer auf 1. Kontakt von Flo. Der ist durch das Infield durch. Damit sind die Basen wieder geladen. Bei 2 aus. Saloy wieder in der Offensive. Top of the Lineup ist brandgefährlich. Kontakt. Geht durch das Infield durch. Saloy bringt einen nach Hause. Und der zweite kommt nach Hause. Saloy erhöht auf 13:0. Er gewinnt zurzeit in Saloy. Sagt dafür, dass man die Pitcher gerne nicht wirklich benutzen kann. Third Baseman kriegt den Ball hoch. Kann aber nirgendwo ein Play machen. Da stoppt er das Ding.
aber konnte damit nichts machen. Kontakt. Der geht durch. Der ist fair. Da kommt ein Run nach Hause. Und auch der zweite ist drin. Dritter Run kommt auch durch. Kontakt im Infield. Second Base. Shortstop verbabbelt ihn. Kann ihn aber werfen. Und wir bei. Oh, Kontakt von Petey. Schöner Line Drive. Und der ist auch vorbei. Also heute rollt es. Heute rollt es. Dieser Zug kennt keine Bremsen mehr. Oh, Kontakt ins Outfield. Und der fällt. Der Ball kommt rein. Aus an der zweiten Base kann man machen. Das Double Play nicht schnell genug können. Der Ball ist im Spiel. Den hat unser Shortstop zwei, drei Schritte gemacht. Und der Wurf und das Aus an 1. Drittes Aus. Der Run zählt nicht. Aufgenommen vom Second Baseman, leichter Wurf an 1. Erstes Aus, war tatsächlich Team Nummer 16. Ja, aber Kontakt, der ist im Spiel, der ist über den First Baseman raus. Right Fielder hat aber den Ball, kann ihn nicht reinbringen. Base-Hit von der Nummer 20, der Hedgehog. Denkt jetzt am Start, First Baseman 20. Und der trifft den Ball, der ist im Feld. Ist auch gelandet. Ein paar Probleme bei dem Ball aufzunehmen. Der Ball ist im Spiel. Aufgenommen vom Second Baseman. Der macht zwei kurze Schritte und das aus. Nein, macht er nicht. Swing and a miss. Den hat er im Sack, den Mann. Und da ist er. Schönes Aus für unser Yannick. Er ist jetzt im Spiel, Yannick kann ihn aufnehmen und taggt zum dritten aus, den Läufer, der nach Hause geht.